Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen mit Shoki Banoki. Heute ist der 1. Februar und heute hat Geburtstag. Karl Dahl hat Geburtstag. Karl Dahl hat Geburtstag. Karl Dahl hat Geburtstag. Kennst du hier den, Komiker? Den finde ich eigentlich ziemlich lustig, muss ich sagen. Ja, der war mal lustig. Doch, der ist schon lustig. Also wenn der... Der macht ja immer der macht ja immer sexistische Witze, finde ich mir gut. Das ist genau dein Humor. Das ist genau meine Wellenlänge. Der Typ hat halt im Prinzip hat ein halbes Auge weniger. Der drückt doch mal ein Auge zu, meinst du, dann bei den Witzen? Ja, genau so Witze macht er. Der macht immer so ganz flache. Ganz flache. Deswegen, deswegen finde ich den ganz gut. Ich sage nicht, dass ich deswegen auch dich gut finde, weil du auch so flache Witze machst, aber letztlich, der Karl Dahl ist schon eine Nummer. Weißt du, wen ich gut finde? Weiß ich nicht. Giacomo Puccini aus Turin. Was ist das denn? Das ist... Hat der auch so ein Fallauge? Giacomo Puccini aus Turin. Guck mal, hat der auch wirklich so ein Fallauge? Ja. Giacomo. Ja. Ist ja wie der Karl Dahl. Wie der Karl Dahl. Das sind die Parallelen, die haben... Wer ist das denn überhaupt? Am 1. Februar wurde Karl Dahl geboren und am 1. Februar 1896 hat Giacomo Puccini in Turin die Uraufführung der bekannten Oper La Bohème. Ach so. Ist nicht so mein Thema. Oper. Was für meine Oper? Es ist Jahre her. Und ich fand's langweilig. Ich glaube, ich habe La Bohème in der Oper Wiesbaden mal gesehen. Das ist nicht so meins. Stinke langweilig. Also, die haben die ganze Zeit nur Italienisch gesungen. Und da war so italienische, waren so Obertitel. Also, der Untertitel ist ja auf dem Bildschirm. Ja, aber das ist ja, im Theater ist ja oben drüber. Mhm. Und da haben sie dann immer übersetzt und ich sagte dir. Hat sich gezogen wie Kaugummi. Ich war nur wegen der Kleinen da drin. Und dann hat die sich auch noch so angestellt danach. Echt? Hat sich nicht mal gelohnt. Doch, gelohnt schon, aber das hat sich gezogen. Das hat sich gezogen, sag ich dir. Ach, ich sag dir. Naja, aber bei Marika Kilius und Hans-Jürg Bäumler. Hans-Jürgen Bäumler. Hans-Jürgen. Ja, da hat sich ja auch gezogen. Man wusste nicht so genau, sind die zusammen, ne? Und die sind ja im Paarlaufen am 1. Februar wurden die Europameister. Sind sie übers Eis gezogen? Ja. In Davos. In Davos. Ja. Guck mal da. Genau. Schön. Schön. Also schönes Paar. Also ja, also schönes gestelltes Foto. Aber wunderschön, aber ja. Man weiß nie so genau, ob sie sich wirklich immer so angestellt hat oder ob sie ein bisschen... Also hat sie die Labo hin gemacht oder weiß man nicht so genau. Ne? Ja. Ihr habt Angeberwissen, geht raus, teilt euer Wissen mit der Menschheit. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Gute.